Und seid damit wieder ganz, ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Silent Hunter 3, meine kleinen Seeratten. So, wir sind ja jetzt in das Jahr 1940 gestartet und hatten auch einen guten Start gehabt ins neue Jahr. So, und dann werden wir uns auf die 8. Feindfahrt vorbereiten. So. Ach ja, im Übrigen wollte ich was sagen, und zwar geht bei mir Uplay Connected nicht, also Uplay. Alles versucht, ich kriege es nicht hin, also muss ich erstmal Anno auf Eis legen, solange das bisschen wieder funktioniert. Ne? Tut mir auch sehr leid, geht gerne auch noch weiter gezockt. Aber leider habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft, das zum Laufen zu bringen. Das kotzt mir richtig an. So, Torpedos haben wir umgerüstet. So, Mannschaft. Hier, guck mal hier hin. Ja. So, okay. Entschuldigung. Genau, du wolltest da, du wirst Maschinist nachher noch. Nee, bist du ja schon. Bist du ja schon. Du wirst noch Torpedoschütze. Ah, die Offiziere könnte ich mir ja jetzt müde werden. Gut, dann werden wir mal gucken, wo wir hinfahren müssen. AM11. Also, let's go, let's do this. So, mal gucken, wann ich jetzt die Folge hochlade, weil momentan geht's morgen wieder ran an die Arbeit. 3 Tage frei gehabt und dann mal gucken, wie es weitergeht mit dem Hochladen. Also ich werde mir erstmal jetzt auf Silent Hunter 3 jetzt konzentrieren. Okay, Moment. Volle Fahrt voraus. Große Fahrt voraus. Ich werde mir erstmal jetzt auf Silent Hunter 3 konzentrieren. Das, was ich machen kann, erstmal. Und danach AM11. Liegt der Base Carper Flo? Wollen wir da mal rinfahren? Mal gucken, ob mal was großes vor Anker liegt. Mal gucken.
Ja, meine Lieben, heute den Folgeeinsatz, ihr habt seit langem mal wieder. Aber bei uns in der Nähe gewesen. Aber nicht so weit da. Schlimm, sag ich erstmal so. Also es gab keine Verletzten, kein gar nichts. Das ist die Hauptsache, dass es den ganzen Leuten ganz gut geht. So, nichtsdestotrotz konzentrieren wir uns jetzt erstmal wieder auf das Spiel hier. So, wir sind ja jetzt, wo sind wir jetzt? 4. Februar. 4. Februar 1940. Okay. Noch 7 Monate beginnt der Kampf um Norwegen. Das war ja im April 1940 hat es angefangen. Bin mir gespannt, wie weit wir kommen werden. Also ich versuche, wie gesagt, das Spiel durchzuspielen. Ich habe es noch nie geschafft. Und ja, bin mir gespannt, was so in den nächsten Jahren. Also ich wüsste zum Beispiel, wenn Frankreich fällt, da sind die Basen hier zum Beispiel wieder nicht. Und ja, was denn auf ihn zukommt. Da ist der Erste. Oh, Miranda. Jetzt ist auch ein bisschen cleaner wieder da. Gucken. Schiff gesichtet! Ja, seid doch ein cleaner. Jawohl, Herr Kaloin. Deck aufbauten. Volle Fahrt voraus. Schiff gesichtet. Lage. We'll be right back.
Ja, Schlafplatz hat er schon. Jawohl, Herr Kaloyn. Warum steuern jetzt die meisten Schiffe jetzt hier der Stadt auf Bern zu? Ich weiß den noch lieber, nee. Den kriegen wir leider nicht mehr. Schiff gesichtet! Jawohl, Herr Kaloyn! Schiff gesichtet! Jawohl, Herr Kaloyn! Gehen wir zum Torpedoangriff über. Ach Scheiße, komm. Deckgeschütz. Küstenschiff, der ist aber neutral, die kann man nicht in Reihe holen. Thank you.
Geschosse umstellen. Da haben wir versenkt. Jawohl, Herr Kaloy, volle Fahrt voraus. Jawohl. Und schon wieder schlägt das Wetter um. Da unten ist der Tür, kann man die ändern. Schiff gesichtet! Küstenfahrzeug, ja, den müssen wir ziehen lassen. Der ist kein Torpedo wert und mit Deckelschütze hätte ich den jetzt versenkt, aber mit Torpedo, nee, komm. Da ist mir der Torpedo zu wertvoll. Schiff gesichtet! Oh, C3-Cargo. Sehr schön. Fahren wir hier. Jawohl, hin. Herr Kaloy. Volle Fahrt voraus. Oh, so lässt wie Stück. Wunderbar, wunderbar. Jetzt sind schon wieder dickere Brücken. So, stoppen. Los! Rohr 4, los!
Torpedotreffer! Torpedotreffer! Den haben wir. Den noch nicht. Jawohl, Herr Kaloin. Jetzt haben wir. Sehr schön. Schiff gesichtet! Fischkutter. Nee, der ist auch kein Torpedo wert. Ich glaube, der wiegt nicht mal 100 Tonnen, glaube ich, wenn ich mir jetzt recht erinnere. Die Küstenfahrzeug, was wir von gesehen haben, war 110 Tonnen. Und ich glaube, er hier war 97 Tonnen oder 100 Tonnen. Ich weiß jetzt ja nicht aus dem Kopf. Oh! Ich würde sagen, wir gucken mal nach. Handelsschiff, Tech-Transporter, Schnelltransporter, Landungsboot, PTR. Übrigens, das ist der Hilfskreuzer hier. Linienschiff, Truppentransporter, nochmal einer. T2, T3-Tanker. Ja, aber die Cargo Ships 7900 Tonnen. Küstenschiff KGN Liberty. Fischkutter 81 Tonnen. Küstenfahrzeug 110 Tonnen. Trawler 98 Tonnen. Naja, gut. Ja. Nee, den greifen wir nicht an. Vier Dampfer besetze. Naja, gut.
Hier müssen wir hin. Angie kann mir da ja richtig verlesen. AM. Und ich bin bei AN. Oh Mann, Mann, Mann. Tja. Wir lesen keine kleinen Vorteile. Aber nun gut, nun gut, nun gut, nun gut, nun gut. Schiff gesichtet. Jawohl, Herr Kaloin. Leichter Tanker, kleiner Konvoi, Small Cargo, C3 Cargo. Einer oder waren alle? Jawohl, Herr Kaloin. Feindfahrt wird wohl nicht so berauschend werden wie die anderen letzten Bienen. Aber wie gesagt, wenn der Dieselvorrat auf 50% runter ist und
wir jetzt nicht so viele Schiffe finden. Wir müssen wir alle mitnehmen, was geht. Torpedotreffer! 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 Jawohl, Herr Kaloy! Jawohl, Herr Kaloy. Da angeschossen rum. Rohr 2, los! Sekunden. Rohr 1, los! Jawohl, Herr Kaloy. Ja, ausblasen. Waren wir mal wieder ein bisschen zu schnell, war Dennis? Rohr 3, feuerbereit, Herr Kaloy. Ah, gut, jawohl, Herr Kaloy. Volle Fahrt voraus. Wenn wir jetzt hier den Patrouillenbereich erreicht haben, die 24 Stunden, ist sowieso Feierabend. Und, ja. Mein Gott. Why not?
nur die Rowdy See, aber... Gut, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 7 Dampfer versenkt. Quadrat erreicht. Bis 9, 18 Uhr müssen wir patrouillieren. Bis dahin ist dann Feierabend. Dann fahren wir ab nach Hause. Und dann wartet auch für diese Folge gewesen. Aber hier ist schon wieder ein Frachter. Hier können wir uns zu schwer mal kicken. Schiff gesichtet! Hey, C2-Kau. Jawohl, Herr Kaloin. Alter Schwede. Jawohl, Herr Kaloin. Volle Fahrt voraus. Rohr 5, los! Vielleicht haben wir Glück und schaffen den auch noch. Torpedo-Treffer! Thank you.
Rohr 5, los! Sehr schön. So. Dann kommt her. Könnt ihr jetzt Pause machen? Hoch mit dir, und damit hätten wir jetzt keine Torpedos mehr geholt. Naja, hat sich ja doch nochmal richtig gelohnt. So ein bisschen. Ich glaube 1, 2, 3, C3 Cargo von 7. Ich rechne jetzt mal grob auf. 7.000 Tonnen haben wir 21.000 Tonnen. Die bin mit 6 und 12. 7, 15, 21, 33. Ja, ich denke mal, wir werden so knappe 40.000 Bruttoregistertonnen versenkt haben. Gucken wir mal gleich durch. Wir schicken mal Statusbericht. Oh! Doch 50.000 Tonnen gewonnen. Na, siehst du wohl. Funkspruch erhalten. Zurück zur Basis. Das schreiben sie wohl immer, wa? Das schreiben sie immer. Machen wir gleich, wenn wir alles erledigt haben. Wir sehen ja schöne Ansehenspunkte. Haben wir noch 8 Stunden vor uns. Okay, meine Lieben. Patrouille beenden. Oh, Kapitän da draußen. Ihre Mannschaft erhielt Beförderung. Ihre Mannschaft erhielt Medaillen. So. Da denn. Wir sind Stabs. Bootsmann. So, du bekommst das Eiserne Kreuz, erster Klasse. Du bekommst das N2. Zack. Nee, halt. Jetzt mach ich ein. So. So, und jetzt sind erst einmal die Mate dran. Maschinist bekommt jetzt und der LI bekommt jetzt sein
Du bist Maschinist. Gut. So, haben wir denn jetzt eine neue Ausrüstung irgendwie was? Nee, warte, nee. Doch, Heuchgerät. Maschinen ausbauen. So, Maschinen ausbauen. Mal gucken. GW-Kapselgebläse. Um die maximale Leistung aus den Maschinen der Boote herauszuholen, griffen beide deutschen Motorenhersteller zu unterschiedlichen Verdichtungsmethoden. Die Germania-Werft griff auf einen verzahnten Kompressor zurück, der von der Hauptantriebswelle des Motors gespeist wurde. Na, dann bauen wir das Ding mal gleich ein hier. Zack. So, was haben wir hier? So, meine Lieben, damit wäre diese Folge auch beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Silent Hunter 3 wieder. Also bis zur nächsten Folge und tschüss und reinhauen.